Aber das war nicht das meiste. Aber du hast mir vorhin erzählt, die hätten die Beine wehgetan. Weißt du, woran das lag? Du hast mir nicht am Sonnenhaar. Du hast mich richtig durch die Hand gesoffen. Du musst dich näher ansetzen. Du sitzt dabei noch drin, das ist so. Der Monsterrennen, der soll einfach demonstrieren, was machbar ist im High-Fee-Bereich. Wir haben da eine Anlage installiert von über 5000 Watt und wollen damit nur zeigen, was man als gut. Also, die Münsteraner haben es jetzt gesehen. So, Freunde, wir sehen uns wieder in 30 Minuten zur nächsten Vorrunde, zur letzten Vorrunde. Wer sich anmelden möchte, kann das hier vorne noch tun. So um 16 Uhr, 16.10 Uhr sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Und um 17 Uhr die Finalrunde, da geht es um den großen Pokal. Oh, ja, trotzdem. Steffen, einen dicken Applaus hast du verdient, mit Sicherheit. Jetzt bei der Veranstaltung hier. Das ist eine fantastische Sache. Für das erste Mal finde ich es echt gut, muss ich sagen. Also ich finde das gut im Griff, würde ich sagen. Und hast du selber nicht so ein Auto mit so einem super Sound? Also nicht in dem Umfang mäßig, ja, aber... Am Beide nochmal hier einen Beifall.
dritte Platz, der geht ins Ausland. Da hatten wir also auch ein paar Teilnehmer hier aus Holland. Oder einen Teilnehmer aus Holland. Und das ist der Herr Ten Benzel. Einmal einen Applaus hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit auch alle sehen, was für fantastische Pokale es hier zu gewinnen gibt. Damit man auch sieht, dass es sich lohnt, hier mitzumachen. Die Teilnehmer hatten, haben wir auch einen vierten Preis vergeben, und zwar eine Urkunde, damit der, der den vierten Preis gemacht hat, auch Spaß hat, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Und die gebe ich jetzt einfach mal so schnell weiter an den Firma Gollerheim. Oder so ähnlich. Und der nennt sich Most Excited Car. Was so viel bedeutet, wie alle fanden sein Auto am besten. Nicht nur die Jury, sondern auch die Leute, die hier auf dem Soundoff waren und haben ihn also hier zur Nummer 1 gemacht. Und viele von euch kennen ihn und man sieht sein Bild auch ab und zu mal in Fachzeitschriften. Und morgen soll er auch im Fernsehen sein, höre ich gerade. Und er kommt von weit her aus Altendeutschland, aus Österreich, der Steven Seiler. Herzlichen Glückwunsch. Bis auf, bis runter. Jetzt halt überhaupt deine Pokale. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, RTL. 7:10 an diesem Montagmorgen. Für Autofahrer wie Sie und mich ist das Autoradio ein ganz normales Zubehörteil. Damit kann man auf dem Weg zur Arbeit ein paar Takte Musik oder die Verkehrshinweise hören. Hi-Fi-Freaks aber machen aus ihren Fahrzeugen rollende Konzertsäle und fahrende Discos. Gestern trafen sich die Autoexperten in der Nähe von Osnabrück. Bei herrlichem Sonnenschein im offenen Cabrio und dazu noch der richtige Sound. Doch bis der Klang perfekt ist, müssen die HiFi-Tüftler schon einiges aufbieten. Mehrkanalverstärker, Soundprozessoren und Subwoofer im Kofferraum. Dort passt oft nicht mal mehr ein Kasten Bier hinein. Für die Jury, die rollenden Discos bewerten muss, eine harte Arbeit. Stimmen die Frequenzen und ist alles solide eingebaut. Wenn dann die Bässe so richtig dröhnen, hilft nur noch der Gehörschutz. Haushoher Favorit in der Klasse über 1000 Watt, Stefan Seiler, der Tiroler Bassgott. Mit 3.500 Watt bringt er sogar das Autodach zum Hüpfen. Bis jetzt angeblich ohne Gehörschaden. Man muss wissen, wenn man die Lautstärke zurücknimmt. Wenn man das nicht weiß, dann entstehen Gehörschäden. Auf Dauer gesehen. Anlagen der Spitzenklasse wie in diesem Jaguar kosten mit allem Schnickschnack bis zu 50.000 Mark. Aber für das Vergnügen, den Verkehrsfunk in super Power-HiFi-Qualität zu empfangen, muss man halt tief in die Tasche greifen. Als diese Fahrzeuge gebaut wurden, gab es natürlich noch keine 3000 Watt-Anlagen in den Autos. Aber den Soundfreaks hier wäre es sicherlich zuzutrauen, dass sie auch in diesem Modell die passenden Lautsprecher einbauen. Roger Krenz für Guten Morgen Deutschland. Danke.